Am Dienstag werden wir einiges über die britische Wirtschaft erfahren. Bleiben Sie dran, dies ist der Wirtschaftskalender. Die detaillierten Daten zum britischen Verbraucherpreisindex für den Monat Juni werden um 8.30 Uhr veröffentlicht. Die jährliche Inflationsrate blieb im Mai unverändert, da höhere Transport- und Telekommunikationspreise durch den Rückgang der Nahrungs- und Bekleidungskosten wieder rückgängig gemacht wurden. Die Daten zu den deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen für Juli folgen um 9. Im Juni stieg der Index um 12,8 Punkte auf das höchste Niveau seit fast einem Jahr. Um 12.30 Uhr werden die amerikanischen Daten zu den Baugenehmigungen für Juni bekannt gegeben. Die Zahl der Zulassungen stieg etwas im Mai und der nächste Bericht soll ein ähnliches Ergebnis zeigen. Und die Daten zum australischen Westpark-Leitindex für Juni schließen diesen kurzen Zeitplan um 8:30 Uhr ab. Der Index stieg im Mai, bleibt aber immer noch im negativen Bereich. Mein Name ist Sam Meredith. Das war der Wirtschaftskalender für Dienstag, den 19. Juli. Bleiben Sie dran, alles Gute und schalten Sie morgen wieder ein. Wednesday. Goodbye.